Caio, es freut mich, Hallo. Dich wieder zu sehen. Ne? Hallo. Ich habe hier mal für Polizei aus Oberreichen, ich muss oder so. Liebe Polizisten, wir sind heute hier nach Köthen gekommen, um euch zu zeigen, wir sind keine bösen steinewerfenden Nazis, sondern Bürger, denen die Entwicklung in unserem Land und in der Welt Sorge bereitet. Wir haben erkannt, das Grundgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz wurden außer Kraft gesetzt und man euch somit eure Handlungsgrundlage entzogen hat. Wir werden uns jetzt für Recht und Gesetz einsetzen, da wir keine andere Abhilfe mehr sehen. Unser Handeln basiert auf Artikel 20.4 ungültiges Grundgesetz und nach § 32 Strafgesetzbuch Notwehr. Bitte sucht mit uns das Gespräch, weil es ist ganz einfach so, die blocken dich immer ab, ja, und sie wollen es sowieso nicht. Ja. Ich muss aber auch jedem sagen, im dritten Bundesbereinigungsgesetz vom 14.12.2010, also das ist die Nummer 63 im Bundesgesetzblatt, ja, im Artikel 50 sind alle Gesetze über Straffreiheit aufgehoben. Ja, das muss jeder wissen. Also seit dem dritten Bundesbereinigungsgesetz gibt es keine Gesetze mehr mit Straffreiheit. Ja, das muss auch jedem klar sein. Aber ich denke, deshalb sind wir ja hier, wir wollen ja Recht und Ordnung wieder haben. Ja, und ich denke mal, so müssen wir es halt handhaben. Ich hoffe, heute kommen viele, ja, dass wir uns mal austauschen können über unsere Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Ja, die meisten sind ja doch ein bisschen gestresst. Ajo hat das ja auch alles erlebt, diese ganzen Geschichten. Ja, und richtig auch Ärger gekriegt. Und ich denke mal, es ist einfach wichtig, jetzt mal was zu bewegen und nicht bloß in irgendwelchen Foren immer zu diskutieren, sich die Köpfe heiß zu reden über irgendwelche Paragraphen. Weil es ist ganz einfach wirklich so, das muss auch jedem klar sein, wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Ja. Wir können eine Anzeige machen, ja, aber die Staatsanwaltschaft, ihr wisst ja alle selber, die stellen das sowieso ein. Also, ja, also ich würde sagen, wir gehen dann nach Köthen rein, ja, und zeigen mal, dass wir anständige Leute sind. Ja, und dann diskutieren wir mal in aller Ruhe was. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Naja, mein Guter. Ich denke, wir haben heute viel Spaß. Es gibt, glaube ich, viel zu reden. Oder viel zu bereden über die ganze Sache. Wer unterschreiben will, ja, ich habe hier genug Zettel. Und dass wir da vielleicht, wir brauchen uns ja nicht mehr verstecken, die kennen sowieso alle unsere Gesichter. Ja. Die haben zig Schreiben von uns schon. Ja, ich denke, irgendwann wird ja auch mal der Tag kommen, wo die Leute ganz einfach sehen, dass wir es nicht böse meinen. Ja. Und wir ganz einfach auch mal wirklich sagen können, wir sind Reichsdeutsche, wir brauchen uns da nicht verstecken. Ja. Was Ziel ist eigentlich, wir haben ja so einen Personenausweis vorbereitet, also Personenidentkarte. Ja. Das ist unser neuer Ausweis. Ja. Der hat hier zum einen also die Blume des Lebens drauf. Ja. Er hat den Lebensbaum, den keltischen, ja, mit dem Herz. Hat auch ein Wasserzeichen, ja, das ist auch nochmal der Lebensbaum, ja. Und hinten zweimal die Blume des Lebens ineinander geschoben, wo der nächste Lebensbaum entsteht, ja, also positive Symbole. Und im Prinzip ist das Ziel eigentlich, jeder, der im Prinzip zu uns kommt, kriegt zwei. Also er kriegt einen Ausweis, also nicht Ausweis, eine Personenidentkarte, weil wir uns ja nicht ausweisen wollen aus unserem Land. Und eine Stimmkarte. Und zur Bundestagswahl nächstes Jahr ist eigentlich das Ziel, dass jeder eine Stimmkarte hat und statt im Prinzip seine Stimme in die Wahlurne zu hauen, ja, in Sammelbehälter diese Stimmkarten abzugeben, ja, und dann ganz einfach dieser Politik ein Ende zu setzen. Ja, weil das ist die einzige Chance. Ja, in Volksentscheid, da bräuchten wir tausende von Stimmen, aber wenn wir eben das bekannt machen, dann haben wir eben die Chance, weil wir können Petitionen schreiben, so viel wie wir wollen, ja, die lehnen sie alle ab, ja, das habt ihr sicher alle schon probiert und es gibt keine andere Wahl, als jetzt ganz einfach denen die rote Karte zu zeigen. Am 1. Mai letztes Jahres, Hajo weiß es ja, habe ich es ja schon mal probiert, Köthen zeigt der BRD GmbH die rote Karte. Ich weiß nicht, damals haben es 70 Leute geschafft, ja, und jetzt probieren wir mal was anderes. Ja. Und das ziehen wir halt mal in die verschiedenen Städte, dass wir uns mal bekannt machen, ja, und dass die eben sehen, wenn du dich als Reichsdeutscher beschäftigt oder bezeichnest, brauchst du keine Angst haben. Ja. Weil momentan ist es ja wirklich so, dass die Leute in Panik sind. Ja.
Weil schon, wenn du das Wort Deutsches Reich erwähnst, bist du ja schon automatisch abgestempelt. Aber es geht ja einfach darum, wenn man es nicht erwähnt, belügt man ja die Leute. Und wenn die dann eben selber recherchieren, kriegen die sofort Deutsches Reich, kriegen die Panik und dann ist es vorbei. Aber deshalb ist es jetzt ganz einfach. Ich habe es versucht, ich wollte diese ganzen Reichsgruppen ein. Ja? Und das haut nicht hin, weil jeder der Bestimmer sein will. Und das irgendwo ist mal Finale, ja, weil am Schluss brauchen wir keinen mehr, der bestimmt. Ja? Da machen die Gemeinden, die entschließen sich dann zu einer Sache, ja, geben die Verbesserungsvorschläge dann von den Dörfern zu ihren Bundesländern. Ja, und dann wird einmal ein großer Volksreichstag sozusagen gemacht. Und da werden die wichtigen Entscheidungen fürs Land getroffen. Ja. Und weil sonst, auch, es muss auch wieder eine Staatsbank her, ja, dass ganz einfach das Geld der Leute gesichert ist, auch eine Staatsversicherung. Und damit ist der ganze Spuk vorbei. Ja. Mal mit dem Polizisten von der Straße reden. Ja, und heute werden sie uns ganz einfach ja beobachten. Und da kann man dann vielleicht mal mit ihnen das Gespräch mit dem von der Straße suchen, weißt du? Ja, ich weiß, aber letzten Endes, tja, wenn eine größere Menge da ist, sie werden uns ja beobachten und vielleicht die älteren Polizisten, die wissen schon Bescheid, weil die mit DDR mitgemacht haben, ist in den meisten Fällen, Kevin hat sogar gestern entgegengesetzten Fall kennengelernt. Ja, der Junge war oft, wollte wissen und der Ältere hat ja gleich abgeblockt. Ja, aber das ist eigentlich selten. Dann müsst ihr mir mal ein Bild schicken. Mit meinem Auto wurde ich ja auch angehalten. Ja. Und, naja, mittlerweile ja gar nicht mehr. Ja. Mittlerweile ist es wirklich so, ich komme mit dem Reichsmobil, ja, man lasert mich und dann zieht man die Kelle und macht so. Ja, das ist. Ja, also jeder, der jetzt irgendwas schreibt, kriegt diese Nötigungszettel. So, wer noch? Ja, weil das geil ist in so einem Plastikkasten. Ja, aber die kann nicht mal ausrechnen, wie viel Tapete die braucht, wenn die im Raum bekleben wird. Und das ist eigentlich das, weißt du, die Grundvoraussetzung für den. 30-32 Leute sind gekommen. Wir gehen jetzt in die Innenstadt. Und da werden wir dann im Prinzip mal versuchen, den Schlafbürgern ein bisschen was nahe zu bringen, ja, dass die mal wissen, was mit uns los ist. Es sind keine Steinewerfer dabei, ja, sind alles wirklich ein Gesellschaftsspiegel, ja, vom älteren Mann bis zu ganz jung. Also das, gerade die Jungen, das macht mich auch, stimmt mich optimistisch. Und wir geben das jetzt mal diesen Zettel im Polizeirevier ab. Ja, ich hatte schon ein paar Vorgespräche. Ich weiß natürlich, ja? Also hier steht drauf, liebe Polizisten, wir sind heute hier nach Köthen gekommen. Ja, also du hast ihn ja auch gefilmt, ja? Und ganz einfach, dass sie wissen, wir brauchen das, den Geltungsbereich nicht suchen und sie auch nicht, ja, weil wir wissen das, es gibt den nicht. Ja. Das ist eine Zeitverschwendung, das haben wir aufgegeben. Ja, und jetzt versuchen wir mal mit den Kölnern ins Gespräch zu kommen. Ja, dass sie ganz einfach mal vielleicht mal ein bisschen recherchieren, was ist hier wirklich los. Und dass die Polizisten vielleicht jetzt auch mal innerland, denn gut, Haufen haben uns gesehen, ja, und der ein oder andere Polizist wusste es vielleicht noch nicht, dass das eigentlich ganz unrechtmäßig ist, was er macht. Und naja, vielleicht haben sie dann auch nicht mehr die Scheu, sich mal drüber zu unterhalten, weil jetzt wurden sie von außen angeregt. Das ist dann nicht der Polizist, der im Prinzip dann vor seinem Kollegen schlecht dasteht, ja, als Nazi oder sonst was. Mehr können wir als einfache Menschen nicht tun. So. Hallo, wollen wir reingehen?
Wir haben auch den Zettel angenommen. Ja. Also, hast du es dir bestätigen lassen? Ich sollte und stellst du mal bitte noch höher. Hast du es dir bestätigen lassen? Ich mache das nämlich nur noch mit. Aufnahme wieder. Aufnahmeleitung. Einfach Flüsse. Ach was. Zu dir. Ach hier. Ist deutlich geblüht worden. Das ist... Ich habe jetzt mal mit einem vom Ordnungsamt gesprochen und einem Polizisten, der ein bisschen höher mal gestellt war, auch ganz sympathischer Mensch. Und dann habe ich eben gesagt, dass wir, also wirklich mal sympathisch, ja, hast du in den Augen gesehen. Und ich habe dem eben gesagt, wir werden jetzt eben die Stadt Köthen besuchen, so wie wir es ja geplant haben. Und wir werden natürlich nicht rufen oder pflegen oder sonst was, aber wenn eben Leute uns ansprechen, dann dürfen wir natürlich das Gespräch mit den Leuten suchen, ja. Aber eben keine Parolen rufen oder sonst irgendwas, eben, dass die Leute mal sehen, dass welche, die sich eben Reichsdeutsche, deshalb würde ich auch sagen, wir bezeichnen uns auch als Reichsdeutsche, was wir ja wirklich sind, eben auch, dass wir die anderen sind, ja, und nicht die, die eben wirklich hier mit Springerstiefeln rumrennen und Leute anpöbeln und was weiß ich, irgendwelche Ausländer beschimpfen, ja, dass wir die Europäer auch mögen, aber eben verschiedene Probleme wir auch alleine lösen müssen, ja, und uns nicht um alles kümmern können. Und man stellt uns da einen Herrn Strobel zur Verfügung, den kenne ich ja schon von meiner ersten Maikundgebung, also in Köthen, letztes Jahr. Ja, auch ein ganz sympathischer Polizist, der auch bei dieser Gerichtsverhandlung für mich ausgesagt hat. Ja. Und vom Ordnungsamt, das auch, ist mir auch bekannt vom letzten Jahr. Ja, also, und wir haben uns geeinigt, dass wenn wir im Prinzip hier als Gruppe uns da unterhalten und das kontrolliert machen, Gespräche, die sich ergeben, sind erlaubt, ja, mit den Leuten. Und dann blickt man wohlwollend auf uns, ja. Und das ist wirklich, denke ich mal, das Beste, was wir erreichen konnten, ja. Und was ich eben schön fand, dass sie dann am Schluss den Zettel genommen haben, ja. Das ist eben wirklich, da drin ist ein ganz schönes Polizeiaufgebot, ja. Also nur wegen dir. Nicht, du kannst dir was einbilden. Sonst ist hier nicht so viel los, aber... naja, so haben sie jetzt das alle mal gesehen und vielleicht können sie jetzt auch mal das Gespräch untereinander suchen, dass sie wissen, wir sind auf ihrer Seite. Ja? Dass wir nicht diejenigen sind, die sie eigentlich ignorieren wollen. Aber wir wollen eben, dass sie mit gültigen Gesetzen arbeiten. Ja? Und das war ja eigentlich, der eine oder andere ist ja über diese Basis dahin gekommen. Ja? Und ich selber, also weiß nicht, wo wir jetzt hier als Parkplatz. Ich würde mit ein paar, können wir ja da hinlaufen, ja, und sonst, da treffen wir uns im Markt, also dort bei der Kirche, ja. Und dann gehen wir dort mal so um den Markt rum und da sehen die uns als Gruppe und die Leute werden uns automatisch ansprechen, ja, was los ist. Und es werden sicher auch noch viele aus den alten Bundesländern mit dazukommen, weil ja ganz einfach Markt war dann gesagt, wo wir uns danach treffen. Ja, und dass wir dann vielleicht, wir haben dort meinen BRD-Briefkasten, den habe ich schon am Markt in Kevins Auto mit ehemaligen Werbeflyern, was von Stuttgart 21, wo ich dort Zettel verteilt hatte, mit Cem Özdemir darf nicht Kanzler werden und ähnliches. Die sind also schon ein bisschen älter, aber da können wir ja vielleicht die Adressen drauf schreiben. Vorsicht, dass ein Hund nicht tritt. Das wird er dann schon merken. Wird der Hund schlagartig rumspringen. Dass man da vielleicht die Adressen dann sammeln und am oben die Postleitzahl als erstes, weißt du, dass man die erstmal ordnet und dass man mit der E-Mail-Adresse, dass wir euch dann schicken, wer ist aus eurer Nähe, dass ihr wisst und Gruppen bilden könnt. Ja, dass ihr im Prinzip jetzt wirklich für euch da seid, weil das ist das Wichtigste. Liebe Polizisten, lasst uns den Tag nutzen, um Erfahrungen auszutauschen. Wir sind heute hier nach Köthen gekommen, um euch zu zeigen, wir sind keine bösen Steine werfende Nazis, sondern Bürger, denen die Entwicklung in unserem Land und in der Welt Sorge bereitet. Wir haben erkannt, dass das Grundgesetz, OWIG, StPO, ZPO und GVG außer Kraft gesetzt wurde und man euch somit eure Handlungsgrundlage entzogen hat. Wir werden uns jetzt für Recht und Gesetz einsetzen, da wir keine andere Abhilfe mehr sehen. Unser Handeln basiert auf Artikel 20.4, ungültiges Grundgesetz und § 32 StGB Notwehr.
Bitte sucht mit uns das Gespräch.